Was die Polizei selbst tut, das kann ja wohl nicht verboten sein. Auf diese schöne Formel kann man sich nicht verlassen. Es bleibt dabei, dass man zu Hause in der guten Stube kein Cannabis anbauen darf, auch wenn die Hamburger Polizei das macht. Nanu, die Polizei, dein Freund und Dealer, es gibt Aufklärungsbedarf. Thorsten Schaubrenner hat die Geschichte für uns eingetütet. Die Polizei stürmt eine illegale Cannabisplantage. Ein Einsatz, wie er so oder ähnlich immer häufiger vorkommt. Die Hanfpflanzen werden beschlagnahmt, die Besitzer festgenommen, das Rauschgift landet streng bewacht zur weiteren Untersuchung im Polizeipräsidium. Böse Zungen behaupten, es wird von dort in kleinen unauffälligen Mengen bald wieder herausgeschmuggelt, weiterverkauft, um den klammen Hamburger Haushalt zu sanieren. Dem ist natürlich nicht so. Aber viele stutzen, denn es gibt dort tatsächlich eine eigene Polizei-Hanfplantage. Hinter stets verschlossenen Türen, offiziell genehmigt und nur zu Forschungszwecken. Allein im letzten Jahr haben wir 40 Indoor-Plantagen sicherstellen können. Und dann sind wir immer vor Gericht gefragt, welchen Ertrag können wir denn aus solchen Pflanzen, die wir sichergestellt haben, herausbekommen? Denn nach dem Ertrag, also der Menge an Rauschgift, richtet sich die Strafe. Wie viel Gift genau eine Pflanze enthält, soll hier festgestellt werden. Erde, Dünger und auch die Speziallampen, alles ist legal zu erwerben. Man könnte ja auch Tomaten aufziehen wollen. Aber der Besitz der Cannabispflanzen, der ist verboten. Biologe Oliver Appel lässt den Hanf für die Hamburger Polizei wachsen. Ein Pilotprojekt für ganz Deutschland. Zum ersten Mal darf das Fernsehen jetzt das Ermittler Marihuana zeigen. Der Rauschgiftbiologe muss sich deshalb immer wieder Sprüche von den Kollegen anhören. Das führt natürlich ständig zu großer Belustigung. Alle wollen Kekse und so, aber das ist natürlich leider nicht möglich, weil alles, was hier geerntet wird, natürlich vernichtet wird. Der Polizeihanf wird verbrannt. Um Gottes Willen, nicht wie Sie jetzt vielleicht denken. Das ist erstens ungesund und zweitens illegal. Die Pflanzen werden unter Aufsicht in einer Spezialanlage angezündet. Manche behaupten, bei der Hamburger Polizei geht es seit dem Hanfversuch viel entspannter zu. Sicher ist, beim Einsatz gegen illegale Marihuana-Plantagen geben die Beamten nach wie vor alles. Die Zahl der beschlagnahmten Pflanzen steigt.